Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder Hilfe dabei, der liebe Clemens, der hat mir auch geholfen, die Hobelmaschine in die Werkstatt zu tragen. Und heute haben wir einen Baum. Der Baum muss weg, weil da kommen die Leute nicht mehr in den Wald. Den habe ich vom Förster bekommen und da werden wir jetzt mal anfangen. Mal schauen, wie weit wir kommen, ne? Das wird witzig. Boah, Alter, der Baum dort, der ist nicht ohne, ne? Ja. Also ich schneide jetzt ein paar Rohlinge runter, dass der ein bisschen kleiner wird. Oh ne, das Ding rollt nicht weg. Hopp. Da, wir fangen es nochmal an, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Zwei müssten noch gehen, ne? Ja, weil da ist ja gerade eine schöne Höhe auch. Und dann ist der Wescher so langsam frei. Genau. So, ich glaube, jetzt können wir weiter vorne machen. Ich möchte mich da jetzt auch nochmal, habe ja die ganze Zeit nicht so viel gesprochen, aber der Baum liegt jetzt mal. Den kann jetzt keiner mehr, der Baum kann jetzt keinem mehr auf die Füße fallen. Ich habe also mal so die Längen rausgeschnitten, die ich brauche, um Drechselrohlinge rauszuschneiden. Das war jetzt so mein erster richtiger Baum, den ich im Wald klein geschnitten habe. Deswegen wollte ich da so mein eigenes Zeichen setzen, in meinen eigenen Stuhl in den Wald schneiden. Hier hinten, das wird alles relativ viel Brennholz werden. Das ist hier die ganze Krone, aber ich habe hier auch wieder darauf geachtet, dass die Keim mehr auf die Füße fallen kann. Hier dieses Stück liegt noch, sieht so aus, als wenn es bedrohlich hier liegen würde. Aber da geht noch ein richtig dicker Ast den kompletten Weg hier hoch. Das bedeutet, der kann nicht rüberkippen. Ich habe es auch gerade versucht, ihn rüber zu drücken, das geht aber nicht. Auch habe ich darauf geachtet, dass ich jetzt hier den Weg für in den Wald nochmal frei bekomme. Denn wenn ihr schon einen Baum bekommt, solltet ihr auch natürlich dann das Beste daraus machen und am besten den Weg frei machen, dass dann vielleicht der Förster, von dem ihr den Baum bekommen habt, wieder in den Wald rein kann.
Oben liegt auch noch eine Krone, da hat er mich gerade gefragt, ob ich die dann morgen auch klein machen kann, dass man dort auch nochmal durchkommt. Und natürlich mache ich das dann, weil ich den Baum bekommen habe. Da habe ich auch schon die ersten Rohlinge zugeschnitten, die habe ich aber ein klein wenig dick geschnitten. Da bin ich ein bisschen schief geraten. Und ja, das werde ich dann aber bei den nächsten Stämmen besser machen. Auch werde ich jetzt auch einpacken und morgen dann weitermachen, denn es fängt langsam an dunkel zu werden und es stürmt so leicht. Und hinten hat auch gerade zufällig, als mein Förster da war, hat der eine Baum ganz, ganz komisch gegerkst. Als wenn er gleich wieder rumfallen möchte. Außerdem muss ich gleich noch auf Nachtschicht, habe ich gar keine Lust drauf. Und dann heißt es erstmal von 9:45 bis 5:45 auf Arbeit und dann gehe ich, glaube ich, einfach direkt in den Wald, ohne zu schlafen. So, es ist mittlerweile der nächste Tag. Wir sind wieder hier am Baum und wir haben auch schon einige Drechselrohlinge runtergeschnitten. Diesmal hilft mir mein Vater, der schneidet gerade hinten im Hintergrund. Und ich mache mal hier noch die paar Stämme klein zu Drechselrohlingen. Ja. Ich guck mal, beim anderen Stecker, wo der Kerne echt komplett mal Mitte ist. Schneide ich dann halt immer nur Kante aus. Schmoll, 20 Euro, bin ich bei 900 Euro. Das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Leider ist das Video nicht so lang geworden, weil es war einfach mega viel Arbeit und am Schluss nicht mehr so viel zum Filmen. Aber das hier wird noch einen zweiten Teil geben. Da werde ich das Zeug ein bisschen mit meiner Bandsäge bearbeiten und werde da was an der Blattführung machen. Den ersten Teil davon seht ihr bald schon und der zweite Teil wird dann für dieses Holz hier gedacht sein und falls euch sowas interessiert, das Thema Bandsäge, bleibt auf jeden Fall am Kanal dran und das Video sollte dann bald kommen. Ciao.